So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Nochmal Kochgeschirr. Ja, ist ein Dauerbrenner und ich quatsch da viel zu oft drüber. Aber nachdem ich jetzt das letzte Mal hier mein Topfmodel gemacht habe, da kamen doch recht viele Kommentare bezüglich Plastik ist böse. Kommt für mich nicht in Frage, das Modell Evelyn, weil das ist Plastik dran. Und jetzt habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht, weil ich aus Effizienzsicht nicht nachvollziehen konnte, jetzt so spontan, wo denn das Problem mit Plastik eigentlich ist. Und ich habe jetzt ein bisschen nachgedacht und auch ein bisschen recherchiert und ein paar Zahlen rausgesucht. Gibt es denn ein Problem mit Plastikgeschirr? Ist Plastikgeschirr vielleicht eventuell besser als sein Ruf? Aber bevor ich jetzt hier versuche, eine Brücke für Kunststoffgeschirr oder Kunststoffprodukte im Allgemeinen im Outdoor-Bereich ein bisschen eine Brücke zu brechen, möchte ich kurz auf Folgendes hinweisen. Selbstverständlich kann man einfach sagen, aus ethisch-moralischen Gründen oder weil es einem mehr Spaß macht, man rennt ohne Plastik rum. Man versucht seine Ausrüstung möglichst plastikfrei zu halten. Das kann man natürlich machen. Das spricht auch, ja, außer Effizienzgründe in manchen Bereichen spricht da auch wirklich nichts dagegen. Und solange man einfach nur ein bisschen Buschkraften geht oder nur ein bisschen wandern geht, dann ist das ja alles überhaupt kein Thema und klar geht das, ne? Absolut top, tipptopp, und da bin ich auch absolut mit einverstanden. Also da möchte ich auch überhaupt nichts, mir bitte nicht falsch verstanden werden, dass ich jetzt sagen möchte, nehmt gefälligst mehr Plastik mit. Mir ging es ja beim letzten Video wirklich nur um die Effizienz und es war mir im Grunde vollkommen wurscht, ob jetzt der Deckel von meinem Eta-Pot aus Plastik ist, der ist jetzt gerade gar nicht da, macht auch nichts, oder nicht. Aber da das doch so viele gestört hat, habe ich mich jetzt mal schlau gemacht. So, wir haben nochmal kurz nochmal schnell auf den gleichen Level kommen. Wir haben die Möglichkeiten zu schaffen beim Outdoor-Geschirr. Nehmen wir jetzt mal exemplarisch das Geschirr mit Edelstahl, mit Titan und eben mit Kunststoff. Theoretisch auch noch mit Aluminium. Habe ich jetzt gerade nicht da. Macht nichts. Wissen wir ja auch so, wie Aluminium aussieht. Ne? So, habe ich auch alles mehrfach gesagt. Edelstahl, ja, preistechnisch relativ günstig zu haben, relativ einfach in der Anwendung, relativ rostfrei, relativ harmlos, was das Ablösen von Material angeht. Relativ, es ist auch nicht unmöglich, es geht schon auch, aber ne? Titan ebenfalls relativ unmöglich, dass sich da irgendwelches Material ablöst. Ne? Sehr, sehr haltbar, potenziell und eine gute Sache. Dafür deutlich leichter als Edelstahl. Von den Kocheigenschaften her sind sie beide ungefähr gleich schlecht. Alu wäre da besser, aber Alu, wenn es nicht beschichtet ist, haben wir halt wieder das Problem mit den Partikelchen, die sich da ablösen können. Und Aluminium ist halt nun mal nicht gerade gesund. Wie giftig wissen wir nicht, aber dass es gesund ist, können wir schon mal ausschließen. Ja, und dann haben wir die Sache mit dem Kunststoff. Wo ist jetzt Kunststoff eigentlich einzuordnen? Weil ich mich jetzt zu Kunststoff als mögliches Outdoor-Material selten geäußert habe. Ist Kunststoff jetzt gut oder ist Kunststoff jetzt schlecht? Was kann denn der? Zu dem anderen Kram gibt es ja schon reichlich Materialien von mir. Also, erstens. Kleinigkeit, aber ein Faktor, der eine Rolle spielt. Will man ein Schneidebrettchen mit auf Tour nehmen, dann ist es aus Kunststoff. Ja, es sei denn, du schläfst tatsächlich ein Holzbrett mit, dann herzlichen Glückwunsch. Also das geht natürlich auch, aber dann sind wir wieder in dem Bereich Effizienz nachrangig, Schönheit der mitgeschleppten Ausrüstung und Spaßfaktor der mitgeschleppten Ausrüstung steht vor Effizienz. Ja, wenn man so unterwegs ist, was man, wie gesagt, gerne darf, dann kann man natürlich auch ein Holzbrettchen mitschleppen, aber ansonsten wüsste ich nicht, was man noch mitnehmen könnte, außer ein Plastikbrett, also ein Kunststoffbrett, weil Metall mit Messer auf ein Metallbrett schneiden, ne? Also Schneidebrettchen ist einfach mal ein Bonus, ist möglich mit diesem Material. So, dann, das hier ist die Wildo Camper Box, die ist eigentlich fast schon ein Klassiker, da gehört eigentlich noch ein Salz- und Pfeffersteuer rein, den habe ich aber nicht mehr drin. Der hat auch nichts zu suchen. Die besteht eben aus hier einmal dem Deckel, der als Schale natürlich verwendbar ist. Man kann da sein Essen drin schnibbeln, man kann es direkt in der Schale schnibbeln. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, ich glaube so schon. Die hat schon ein paar Kratzer abbekommen durch das Schnibbeln vom Essen eben in der Schale. Aber er ist noch recht funktional. Das gleiche gilt hier für den Boden, der hat auch schon ein paar
Ich hoffe, man kann es erkennen im Licht. Ja, das müsste gehen. Der hat auch schon ein paar Kratzer abbekommen. Es funktioniert aber ansonsten auch noch wunderbar. Und dazu gehören dann noch, ich musste die eine, die kleine habe ich mal verloren, deswegen ist sie jetzt grau. Das ist eine Ersatztasse. Zwei sogenannte Folder Cups. So kleine faltbare, halbfaltbare Tassen. Die hier hat, glaube ich, runde 200 Milliliter und das Ding tatsächlich sage und schreibe 500 und ein paar zerquetschte, glaube ich. Oder fast 600 sogar. Ja, also wenn du sie ganz, 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 ganz voll machst, dann hat sie wohl 600 bis zum Rand. Also nutzbarer Inhalt definitiv 500 Milliliter locker. Überhaupt kein Problem. Ist damit genauso groß wie dieser Topf, also was das nutzbare Volumen angeht, der halt dann eben aus Titan ist. Ne? Worauf will ich jetzt hinaus? Ich will darauf hinaus, dass das Ding nur mal so in Sachen Effizienz. Einfach jetzt denken wir mal kurz über die Effizienz nach. Dieses Ding hat ein Volumen von eben nutzbaren 550, würde ich jetzt mal sagen, Millilitern. Lässt sich so klein verpacken und wiegt nach Herstellerangaben 46 Gramm. Lass es 50 sein, okay. Dieses Ding ist ein Topf, ne? Ist aus Metall, hat damit natürlich den Vorteil, dass man da direkt drin kochen kann. Aber falls man das zum Beispiel nicht braucht, weil man noch ein anderes Kochgefäß dabei hat, nur theoretisch, ja, der wiegt 100. 100 mit Deckel. Also doppelt so schwer wie Kunststoff. Also wenn es nur ums Volumen geht, Kunststoff ist erstmal gar nicht so schlecht. Das komplette Set ohne Streuer wiegt übrigens noch so etwa 220 Gramm, was vor allem daran liegt, dass halt diese beiden Schalen doch recht groß sind und damit dann doch einiges an Gewicht eben entsprechend aufnehmen. Außerdem ist da ursprünglich noch ein Löffel dabei. Die kleine hier, die wiegt nochmal erheblich weniger und da passen halt so um die 200 Milliliter eben entsprechend noch rein. Also ich mag die Dinger schon gerne. Aber da muss man auch so ehrlich sein, man kann natürlich nicht drin kochen. Und das müsst ihr mir jetzt glauben, nach und nach nehmen sie so ganz, ganz leicht den Geruch an von dem, was da mal so drin gewesen ist. Insbesondere, wenn man da auch mal seine Zwiebeln reingeschnippelt hat oder seinen Knoblauch oder mal eine sehr herzhafte Suppe draus gegessen hat und sie dann mal eine Zeit lang nicht spült, was meiner Meinung nach bei Outdoor-Geschirr schon so realistisch ist, dass man damit fast rechnen muss, dass es mal, wenn es mal schnell gehen will, man hat keinen Bock zu spülen, man packt es zusammen, man läuft nach Hause, man fährt gegebenenfalls längere Tage nach Hause oder man fliegt erst nach Hause, weil man irgendwo sonst wo in der Wildnis ist. Sollte man natürlich nicht tun, aber zumindest für mich ist es ein realistisches Szenario, dass ich mal mein Geschirr nicht immer top abspüle oder auch mal vergesse eben im Rucksack und solche Späße. Und dann hast du halt eben, ja, diese leichte Geruchannahme. Finde ich jetzt nicht unangenehm. Also im Fall von diesen beiden Tassen, die riechen jetzt so leicht nach Gewürz. So ein ganz leichtes Gewürzaroma. Auch nicht appetitlich, aber auch nicht wirklich unangenehm. Und egal, was man reinmacht, da riechen sie nämlich schon lange danach. Auch heute noch kannst du reinmachen, was du willst. Du schmeckst da nichts von dem Geruch, den das Ding jetzt an sich so hat. Also der färbt aufs Essen entweder gar nicht oder so wenig ab, dass man es nicht mitbekommt. Erfahrungsgemäß neigen Dinge mit einer gewissen Rauigkeit der Oberfläche, ja, mit ein bisschen Rauigkeit dazu, eher Geruch anzunehmen und Geschmack in ganz geringem Maße anzunehmen, also glatte Sachen. Das Blöde ist nur, wenn du hier halt eben Messer drin rumschneidest, das passiert ja auch nur bei Kunststoff, natürlich nicht bei Metall, dann kriegst du halt eben diese Kratzer. Und vielleicht weiß, habt ihr es schon mitbekommen, ne? Bei so Schneidebrettchen, da gibt es ja in der Küche die große Diskussion, lieber Holz oder lieber Kunststoff. Kunststoff sieht hygienischer aus, ist es aber nicht, weil im Holz die Holzinhaltsstoffe dazu führen, dass in den Kratzern auf dem Schneidebrettchen weniger Bakterien leben als bei dem Kunststoffbrettchen. Ne? Also ähnlich verhält es sich wie bei dieser Schale. Da haben wir schon, auch wenn wir die immer schön sauber machen, eine gewisse, ja, eine ein bisschen höhere Keimzahl, sage ich jetzt mal, als bei einem super gut geputzten Edelstahltopf. Ne? Das ist so. Ist das schlimm? Macht das gleich krank? Mit Sicherheit nicht. Aber dass man das nicht mag, das kann ich dann schon wieder verstehen, dass man da so ein bisschen, das ist ja blöd. Und auch dieses Ding, ja, kaum. Ne? Also ich rieche nichts, aber ich habe auch eine schlechte Nase. Also da haben wir es wieder, jetzt glatter Kunststoff, nimmt natürlich weniger Geruch an als so eine eher raue Oberfläche. Auch schön merken kann man es bei dieser Schüssel, die ist nun wirklich sehr, sehr glatt im Inneren. Ja? Die glänzt auch schön. Diese Riffelung, die man hier sehen kann, die ist außen. Ja?
Und das ist ein ganz günstiges Ding, das kriegst du für 3 Euro. Der Preis spielt natürlich auch nochmal eine Rolle, ne? Und die habe ich auch schon oft jetzt verwendet für verschiedene Gerichte, viel Frühstück, gerne auch mal irgendwelche herzhaften Abendmahlzeiten. Die hat auch 500 Milliliter Volumen, wiegt sage und schreibe 40 Gramm. Man kann auch heiße Dinge schön anfassen, eben wegen dieser Riffelung. Da fasst man dann immer nur die Riffel an. Und eins meiner liebsten Essgeschirrs zurzeit, nicht weil ich Plastik so toll finde, sondern einfach weil A, super leicht, B, einfach eine angenehme Größe, eine angenehme Form, da kannst du einfach angenehm yum, ne? Und im Lauf der Jahre finde ich es einfach nicht mehr so cool, mit einem Metalllöffel in einem Metallgeschirr rumzuhantieren. Ja? Das ist einfach, erstens macht es Lärm, zweitens fühlt es sich einfach von der Haptik her nicht gut an. Da ist mit einem Metalllöffel in einem Kunststoffgeschirr rumrühren, fühlt sich für mich zum Essen einfach angenehmer an. Und ehrlich gesagt, was spricht gegen einen Kunststofflöffel, um aus einem Kunststoffgefäß zu essen? Also abgesehen davon, dass Kunststoff ist und wir Kunststoff alle nicht mögen, ja, ist klar. Aber sonst finde ich da wenig Argumente, die dagegen sprechen. Thema Langlebigkeit. Langlebigkeit ist natürlich schon wichtig. Sowas, klar, wenn du damit keinen großen Unsinn anstellst, kannst du das vererben. Das ist jetzt aber eine Edelstahltasse, die wiegt sage und schreibe 200 Gramm. Ja, die ist nochmal doppelt so schwer wie Titan und viermal so schwer wie dieses Ding. War alles gleich im Volumen. Puh, ja, kann einem egal sein. Kann man so machen, aber muss man ja nicht zwingend. Ne? Also muss jeder für sich selber wissen. Auch mal kurz gewichtsvergleichstechnisch, nur mal so am Rande angemerkt, diese Kunststoffgabel hier, die ist aus irgendwas Hartem, wahrscheinlich Poly, ich schreibe es euch unten hin, mir fällt es gerade ums Verrecken nicht ein, PP halt, scheiß drauf, ist relativ massiv, wiegt stolze 13 Gramm, kostet in Franken. Na, kannst du in der Mikro irgendwie kaufen, ich glaube für 1 oder 2 Franken. Irgendwie sowas. Aus der Schweiz. Ne? Das hier ist mein heißgeliebter, den ich mir in jungen Jahren aus völligem Irrsinn gekauft habe, mein heißgeliebter Snowpeaks Borg. Der hat damals um die 20 Euro gekostet. Damals. Und ich habe den mindestens schon 10 Jahre. Und ich wollte den haben tatsächlich, das ist völlig idiotisch, ne? Aber deswegen erzähle ich es ja, als Statussymbol, ja. Ein Titansborg hat natürlich nicht jeder, ne? Man kann damit Frauen beeindrucken, dachte ich. Hat bis heute nicht so richtig funktioniert. Aber sie waren belustigt, das hat funktioniert. Wie dem auch sei, der wiegt, deswegen wollte ich ihn auch unbedingt haben, ebenfalls 13 Gramm. Kostet aber halt eben damals 20 Euro. Das Ding, 2 Franken, maximal, ne? Der Light My Fire Titanium Spork, ja, das ist auch so eine Kategorie, der wiegt 15 Gramm, so ein einfacher, der Löffel, der hier dazu gehört, ne, den habe ich jetzt gerade woanders, wir packen nämlich schon für Grönland und haben deswegen schon einen Haufen, an den darf ich nicht mehr rangehen, weil der Haufen, so wie er da liegt, ist jetzt fix und deswegen kann ich da nichts wegnehmen, deswegen fehlt mir einige Ausrüstung, also, ne? Ne? Da haben wir einen Gewichtsunterschied von 3 Gramm. Das Ding kostet auch wieder sowas. Keine Ahnung, weiß ich, ob es 20 oder 15 Euro sind. Irgendwie 15 bis 20 Euro, sowas. Ja, ne? Funktionalität, geht das Ding hier kaputt? Jo, wenn du es darauf anlegst, einen Zinken abzubrechen, kannst du das tun. Wenn du es im Rucksack völlig dämlich verpackst, dass du dir einen Zinken abbrichst, kann das passieren, ja. Die Löffelvariante hingegen ist nahezu unzerstörbar, da musst du schon mit Gewalt ran, dass das passieren kann. Während der Light My Fire Titanium Spork, ne? Deswegen ist er jetzt nicht kaputt, aber dass man den verbiegen kann, ist relativ weit bekannt und haben schon viele Leute, die das Ding besitzen, festgestellt. Ob da jetzt dieses Teil in der Mitte Titan ist und das hier noch eine andere Legierung, weil es sind offensichtlich unterschiedliche Materialien, weiß ich nicht, wie das zustande kommt. Der hier hingegen, der ist übelst massiv und ja, der ist unzerstörbar und ja, den kann man vererben. Aber hat der jetzt
rein objektiv betrachtet, abgesehen davon noch unzerstörbarer als geht nicht kaputt zu sein, irgendeinen Vorteil gegenüber einem also diesem Ding hier als Löffel? Ich sehe ihn nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, hier lösen sich bestimmt Weichmacher und Ähnliches von ab. Nee, also tatsächlich ist es inzwischen möglich, Kunststoff herzustellen, der bei Kontakt mit Mund und Nase und Ähnlichem tatsächlich vollkommen harmlos ist. Das geht, ja, das glauben manche Leute nicht, aber das geht und es handelt sich bei diesem Kunststoffbesteck dann doch meistens eben um völlig unkritischen Kunststoff. Der ist nicht schön, das ist er nicht, aber auch nicht schlimm, ne? Und übrigens, wer in Richtung Ultralight unterwegs sein will, es gibt auch so Löffelchen, die man bei irgendwelchen Sachen einfach mitgeliefert bekommt, die man beim Salat dabei sind oder sowas. Natürlich ist das eigentlich Schwachsinn und eine große Sünde, dass man da extra noch so einen scheiß Plastiklöffel beilegt. Aber wenn man jetzt schon mal so ein Ding hat, dann kann man den gegebenenfalls auch aufheben. Und der wiegt 4 Gramm. Ja? Ist natürlich ein ganz kleines bisschen fragil, kostet gar nichts, aber wenn man den jetzt nicht völlig bescheuert, also es ist nicht so, dass der sofort kaputt geht, der gibt halt ein bisschen nach und ja, man kann ihn kaputt brechen, aber wenn du den halbwegs vernünftig verpackst und ein bisschen vorsichtig bist, kann ich mir schon vorstellen, dass man den auch über eine lange Tour retten kann, diesen Löffel. Und selbst wenn er abbricht, ja okay, dann hast du halt keinen Löffel mehr. Das ist dann natürlich nicht so schön, aber da gibt es Schlimmeres. Einen Löffel kann man sich in den meisten Regionen der Erde noch mit irgendwas improvisieren, beziehungsweise irgendwie ein Hölzchen schnitzen, was dann halbwegs als Löffelersatz dienen kann. Oder man nimmt ein Stück Plastiktüte und baut sich daraus einen kleinen Löffel oder sonst wie. Dann isst man aber wieder mit Plastik. Ja, also ne, nur mal so am Löffelvergleich. Und Kosten, ja klar, ich meine, die sind teuer. Das ist erst recht teuer, so ein Titantöpflein. Und Titantasse ist auch nicht billig. Wie gesagt, kann man vererben. Aber sowas möchte ich jetzt mal prophezeien. Das hält auch viele, viele, viele Jahre. Und wenn man ein sparsamer Mensch ist, der selten mal was Neues kauft und so weiter, dann kann das wirklich sehr, sehr, sehr lange eben auch heben. Und da muss man sich halt fragen, ist es für einen relevant, seine Ausrüstung auch vererben zu können bei guter Pflege? Oder spielt das keine so große Rolle? Ja, kann man sich wirklich wunderbar eben entsprechend drüber streiten. Und jetzt habe ich mich mal schlau gemacht, mal abgesehen davon, dass Plastik oft wirklich die leichteste, wenn nicht eine der leichtesten Alternativen darstellt und von den Eigenschaften her eigentlich nicht schlecht ist, halt weniger haltbar. Ja? Die Dauerhaftigkeit ist nicht so hoch. Habe ich mich jetzt mal schlau gemacht, wie ist denn das eigentlich mit der Ökobilanz von den Dingern? Ja, die Ökobilanz bedeutet, wir gucken uns an, wie wird das Produkt hergestellt und wie viele Ressourcen, beziehungsweise in dem Fall, was ich mir jetzt angeschaut habe, Energie, wird für das Produkt jeweils verbraucht für die Herstellung. Und da habe ich mich halt jetzt mal schlau gemacht. Und da sind wir bei Kunststoff. Ist nicht so toll. Ich dachte ursprünglich, der Energieaufwand für die Herstellung von Kunststoff sei super, super gering. Ist er nicht. Da muss ich sagen, ist schlechter, als ich gedacht habe, weil ich dachte, er ist besser als sein Ruf. Er ist auch besser als sein Ruf, aber doch noch nicht so gut, wie ich eben, nein, was heißt gehofft, vermutet habe. Ne? Da sind wir nämlich bei 80 Megajoule pro Kilo durchschnittliches Plastik, das man so herstellt. Also solches hier, ne? Solches hartes, das auf Dauerhaftigkeit ausgelegt ist. Bei so ungefähr so eben 80 Megajoule. Ne? So, das ist umgerechnet, naja, sagen wir mal 1000 Kilowattstunden, 1050 Kilowattstunden in Energie, also wirklich richtig, richtig viel, das kann man sich ja was drunter vorstellen, das entspricht etwa 3800 Megajoule. Ja, also nur damit wir mal so eine Größenordnung haben, wenn wir jetzt also bei 80 Megajoule sind, dann sind wir so irgendwo bei... hier steht es nochmal, Entschuldigung. 18 Megajoule sind 5,38 Kilowattstunden. Ja? Also jetzt zumindest in diesem Beispiel. Und unter einer Kilowattstunde kann man sich ja was vorstellen. Damit kann man ja eine Weile staubsaugen und dann wissen wir auch ungefähr, was das dann so ist. Ne? So, also 80. Das ist Platz 2 tatsächlich bei der Energieeffizienz der Dinge, die man als Outdoor-Geschirr verwenden kann. Das zweitbeste tatsächlich noch, denn am besten ist
Der mit weitem Abstand der Edelstahl. Der ist erstaunlich energieeffizient heutzutage herzustellen. Ich dachte mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja ein Metall. Das muss ja eingeschmolzen werden, das muss ja vorher gewonnen werden, bla bla blub und so weiter und so fort. Das macht bestimmt voll viel Aufwand. Aber da Edelstahl zu großen Teilen tatsächlich bloß aus Eisen besteht und an Eisen rankommen nicht sonderlich schwierig ist, der Schmelzpunkt auch relativ niedrig ist und man das Zeug zu nahezu 100% wieder recyceln kann, sind die alles in allem Energiekosten, die man in der Edelstahlherstellung so ungefähr hat, tatsächlich erstaunlich gering. Und da sind wir nicht bei 80, sondern bei 18 Megajoule pro Kilo. Und hier ist jetzt eine kleine Anmerkung notwendig, weil folgendes. 18 Megajoule pro Kilo, ja, aber der Edelstahltopf da, der wiegt auch um die 150, 170 Gramm, ja. Der gleich große Kunststofftopf, der wiegt nur 40 Gramm. Also so viel besser ist dann Edelstahl doch nicht mehr wie Kunststoff, weil Kunststoff einfach viel leichter ist. Soll heißen, mit Kunststoff kann man einfach, mit einem Kilo Kunststoff kannst du einfach mehr Geschirr machen als mit einem Kilo Edelstahl. Deswegen ein bisschen besser ist die Ökobilanz vom Edelstahl immer noch. Aber doch nicht so ein großer Abstand, wie ich ursprünglich gedacht habe. Und das wollte ich jetzt hier eben schnell nochmal klarstellen. Also schon sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt Alu. Alu habe ich jetzt hier da dann irgendwo stehen. Tun wir jetzt mal so, als wäre dieses Ding aus Alu. Ist es nicht. da sind wir bei 128 Megajoule pro Kilo, weil Alu schon ordentlich Energie frisst. Ja? Also ein Kilo Aluminium herstellen, 128 Megajoule. Gut, jetzt ist so eine Alu-Tasse nicht ganz so schwer wie eine Edelstahltasse. Was es dann nicht ganz so schlimm macht, aber Alu ist erheblich schlechter als Edelstahl und wiegt ein bisschen mehr jetzt als Kunststoff. Dabei braucht es aber gleichzeitig nochmal 50% mehr Energie zur Herstellung, weshalb Alu hebt zwar ewig, aber definitiv schlechter wegkommt als Kunststoff und schlechter wegkommt als Edelstahl und kommt damit ganz eindeutig auf Platz 3 eben in der was ist am effizientesten Listung. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist denn nun am schlechtesten von der Energiebilanz, von den Energiekosten für die Herstellung? Ja, Titan. Und zwar mit Abstand. Titan hat einen scheiß hohen Schmelzpunkt, allein das macht die Bearbeitung relativ schwierig. Und da sind wir bei sage und schreibe, Achtung, festhalten. Und das ist kein Witz für ein fertiges Werkstück allerdings. Also es wäre als Rohmaterial wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Dann sind wir vielleicht bei 3000. 128 war Alu und hier sind wir bei 3000 Megajoule pro Kilo Titanprodukt. Wer da bessere Zahlen kennt als ich, darf sie gerne in die Kommentare schreiben, aber ich habe lange gesucht. Zu Titan ist es schwierig, irgendwelche Zahlen zu finden. Lass es 2500 sein, wenn wir da besser wegkommen. Aber immer pro Kilo gerechnet und in Megajoule. Wir sind hier also beim 20-fachen Energieaufwand für Alu und beim, oh Gott, entsprechend viel mehr vom Edelstahl. Da müsste ich jetzt rechnen, kann ich doch nicht. Beachten muss man jetzt noch, dass es sich hier ja eigentlich nicht um reines Titan, sondern um eine Titanlegierung mit Aluminium handelt. Dann sind wir vielleicht noch bei 1500. Dadurch, dass doch der Aluminiumanteil gar nicht mal so winzig ist, lass es einfach mal 1500 sein, spaßeshalber, damit wir ein bisschen besser vergleichen können. Dann sind wir immer noch beim ca. 12- bis 13-fachen von Alu-Geschirr. Und Titan ist allerdings noch mal einen Ticken leichter als Alu. Dann sind wir aber immer noch beim 10- bis 15-fachen von Kunststoff. Man muss also Titan-Geschirr 10 bis 15 Mal so lange benutzen wie ein Kunststoffgeschirr. Wenn wir jetzt sagen, dass uns ein Kunststoffbecher 10 Jahre hält, wenn man den fleißig verwendet, ja, nur mal angenommen, dann müssten wir also einen Titanbecher 100 bis 150 Jahre lang benutzen, damit der energietechnisch ähnlich effizient ist wie Kunststoff.
Also nur am Rande angemerkt. Ne? Also das gibt einem schon zu denken, finde ich. Das gibt einem schon zu denken. Also, das waren jetzt so die wesentlichen Eckpunkte. Jetzt kann man natürlich noch sagen, da kommt ja noch der Transport der einzelnen Sachen dazu. Was braucht denn der an Energie und so weiter? Das ist aber relativ egal, weil wenn wir mal ehrlich sind, Kochgeschirr, wo kommt das her? Irgendwie aus dem Fernen Osten. Ob es jetzt aus Bangladesch oder aus China oder aus Taiwan oder sonst woher kommt, machen wir uns nichts vor. Kaum einer produziert das Zeug in Europa. Das heißt, die Transportkosten sind ungefähr immer vergleichbar. Und ob jetzt ein Topf 100 Gramm wiegt oder 200 Gramm oder nur 50 Gramm, ja, das ist, der Unterschied hält sich sehr in Grenzen, ganz ehrlich, weil bei gleicher Entfernung. Man könnte natürlich von der Energiebilanz her deutlich effizienter sein, wenn man seinen Topf tatsächlich in Deutschland herstellen lässt und einen in Deutschland hergestellten Topf kauft. Mag sein, dass es das gibt, das weiß ich nicht. Aber ja, das könnte man höchstens noch tun. Alles in allem, ich verstehe, also abgesehen davon, dass man sagt, ich mag aus ethischen Gründen Plastik nicht, ist Plastik also, ja, ich finde da wenig, was dagegen spricht, mit Ausnahme der reduzierten Haltbarkeit und der Tatsache, dass man mit so einem Ding natürlich ein Universalgefäß hat, in dem man auch kochen kann. Ja, das spielt eine Rolle. Aber das muss man halt jeder für sich selber wissen. Wenn ich eh schon einen Kochtopf dabei habe, brauche ich dann auch noch eine Tasse, in der ich kochen kann. Oder habe ich gar nicht vor, einen Kochtopf mitzunehmen, dann ist das sicherlich die leichtere und effizientere Wahl. Und dann kannst du mit natürlich einer Plastiktasse nichts anfangen. Aber was gegen zum Beispiel einen Plastiklöffel spräche, wäre dann wirklich nur noch, meiner Meinung nach, nur noch persönliche Vorhaben. Das Thema Chemikalien, die bei der Herstellung von Kunststoff verwendet werden, ja. Aber die werden bei der Herstellung von Metall genauso verwendet und insbesondere bei Titan ist ein ganzen Haufen giftige Scheiße mit dabei, wenn der entsprechend hergestellt wird. Auch bei Alu ist das ist wirklich, Alu herstellen ist immer sehr, sehr kritisch zu betrachten. Lediglich der Edelstahl, der kommt da wieder etwas besser weg. Also, wollen wir ein ökologisch möglichst nachhaltiges Gegenständelchen für die Outdoor-Küche haben? Platz 1, tatsächlich Edelstahl. Ich mag Edelstahlgefäße eigentlich nicht sonderlich, weil sie mir einfach zu schwer sind und die Wärmeleiteigenschaften nicht besonders gut sind. Aber von der Nachhaltigkeit her, Winner. Platz 2. Ja, das kommt darauf an, wie lange ihr es benutzt. Ne? Wenn ihr euch zutraut, dass ihr schafft, eure Kunststoffschale, keine Ahnung, 20 Jahre im Einsatz zu haben, dann ist sie sicherlich auf Platz 2. Wenn ihr euch das nicht zutraut, dann ist wahrscheinlich eher Alu auf Platz 2. Das hängt wirklich von den Nutzungszeiten ab, weil erfahrungsgemäß kann man einen Alu-Kessel 50 Jahre verwenden. Also ich vermute es mal schwer, er ist erst 40 alt, den ich habe. Aber er wird auch in 10 Jahren noch genauso aussehen wahrscheinlich wie jetzt und genauso funktionieren. Daher, ja, das geht mit Plastik natürlich dann irgendwo nicht mehr. Aber wenn wir uns mal wirklich ehrlich zu uns selbst sind, werden wir unseren Alu-Kessel 50 Jahre verwenden oder haben wir ihn einfach dann nur irgendwann rumstehen? Schwierig. Natürlich, Kunststoff lässt sich irgendwo recyceln, geht, aber ja. Aber wenn man ihn nicht kaputt macht oder ihn wirklich irgendwann durch Messer so sehr abkratzt, dass einfach durch die fehlende Härte von dem Material Verschleißspuren auftreten, hebt der sonst auch ewig. Also wenn du den in die Ecke stellst, der sieht nach 100 Jahren noch genauso aus wie heute. Der sieht auch nach 1000 Jahren noch genauso aus wie heute. Nur Abnutzungserscheinungen zeigt er halt früher. Und ja. Ob ein Edelstahlbecher, den du auf die Wiese stellst, nach 1000 Jahren noch so aussieht, wage ich zu bezweifeln. Dann ist er nämlich eher weg. Hauptbein Titan würde ich auch zu bezweifeln wagen. Aber das kannst du im Wald einbuddeln und 1000 Jahre später ist es noch wie neu. Ja, kann man sich natürlich auch streiten, inwiefern das gut ist. Gut. Ja, Titan, ich glaube, den muss man wirklich 100 Jahre nutzen, damit das von der Energie, von der Nachhaltigkeit her dann ausgeglichen ist. Ich muss zu meiner Stande gestehen, da ich ja Titangeschirr eigentlich ganz gerne habe, ich wusste gar nicht, wie scheiße das ist von der Herstellung her. Kann einem schon zu denken geben. Gut,
Aber die halbe Stunde ist fast voll. Das muss nicht ganz sein, dass ich die noch ganz voll mache. Daher das meine, ein bisschen rum zu philosophieren zu Sinn und Zweck und Unsinn und von Kunststoff in der Outdoor-Küche. Vielleicht noch ein paar Gedanken. Kunststoff generell in der Outdoor-Ausrüstung. Naja, fürs Trekking kommt man fast nicht dran vorbei. Es sei denn, man möchte halt wirklich viel schleppen. Oder man sagt, okay, ich gehe nicht so lange Strecken. Dann nehme ich tatsächlich wirklich statt einem Schlafsack, der immer in irgendeiner Form Kunststoff enthält, eine Wolldecke oder ein Schaffell oder ein Bärenfell. Oder gut, letzteres ist schwer ranzukommen. Ja, sowas in der Richtung. Das gehen tut das auch, klar. Oder halt eben wirklich so einen Wollschlafsack, der komplett aus Wolle besteht. Selbst diese Grützi-Back-Dinger sind ja nur mit Wolle gefüllt. Ja, Möglichkeiten gibt es. Effizient ist ohne Kunststoff, denke ich, saumäßig schwierig bis gar nicht möglich. Also nicht, wenn man eine kunststoffbasierte Ausrüstung mit einer nur Naturmaterialien und Metall von mir aus Ausrüstung vergleicht. Das ist leider so. Leider. Ich mag solche Lederartikel und solche schönen, Fellsachen und entsprechend Wollkleidung und sowas. Mag ich auch total gerne. So ist das nicht. Aber auch die Ökobilanz von einem Polyethylen-Pulli, ne, also so einem üblichen Polyester oder was auch immer Pulli, verglichen mit einem Wollpulli, ist nicht wirklich schlechter, weil der Aufwand, einen Wollpulli herzustellen, halt doch nochmal viel, viel, viel höher ist. Nicht unbedingt fürs Material, aber für die Herstellung an sich und mit der Schafhaltung verbunden. Wenn man alle externen Kosten der Schafhaltung noch umrechnet. Gut, aber das ist ein anderes Thema. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei was auch immer und bin raus. Macht's gut. Nächstes Mal gibt's mich auch wieder im Bild. Dann habe ich nämlich wieder meinen Hut auf. Tschüss.